gehe zum Sarragina-Lager. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Hey! Du hättest nicht herkommen! Waffenseele! So viel zu Sephetos Augen. Bitte, Medjay, darf ich dich kurz stören? Harkufs Assistent Nessamun brachte eine Bierlieferung die südliche Straße runter. Aber er kam nie in Jammu an. Bitte, kannst du ihn suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Ich sehe es mir an. Das Bier war gedacht, um Sachbet zu ehren. Wenn er es getrunken hat, wird er ausgepeitscht. Gib den Weg frei! Bleib hinter mir! Den Gegner! Schütz den Kyrios! Schnell! Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern.
Bist du Nessamun? Bist du wohlauf? Happy sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Yamu und plötzlich kamen diese Bastarde. Und? Ja, schon gut, ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken und gedroht, mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie braue. Bring die Ochsen zurück nach Sais. Du hast eine neue Lieferung vorzubereiten. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. Der gehört mir!
Das ist nicht normal. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Berge von Sand.
Wow. Oh. Ha! Whoa. Whoa. Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte.
Komm herein und ich antworte dir. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Dieser klagende Laut ist der Resetium. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Sag diese Scheißgarde zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Blut wird meinen Garten besser! Ist erbärmlich. Das wird einfach. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Magi! Kämpf mit mir! Schnell, bring sie zur Strecke! Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Messers, zeigt ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Bayek, lauft nicht in den Sturm hinein! Ihr dachtet, ihr schlitzt uns auf!
gleich entscheiden. Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Balk, schnapp sie dir! Bleib bei mir, Balk! Du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut, dann werde ich mich dir heute anschließen. Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Gib den Weg frei, elende Missgeburt. Was soll das werden? Oh. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Ache, Dachel! Gib den Weg frei! Wow. Der Ort wird schwer bewacht. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Deine Zeit ist offen! Thank you.
Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Was gibt es Neues in Memphis? Zugegeben, Memphis liegt unter einem Schatten. Der Hohepriester hat die Götter verärgert und muss nun den Untergang der Stadt mit ansehen. Deine Boten kamen nach Memphis und erzählten von deiner Zukunftsvision. Ich kam her, um hier den Göttern zu dienen. Sobald ihr ausgeholt seid, richten wir in Letopolis ein Haus für euch ein.
Hast du den Sandsturm gesehen? Komm, Vater sagte, du bleibst zum Essen. Schön, dass ihr es geschafft habt, Marit. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Senno. Wo bist du, meine Liebste? Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Remo, ich habe dich enttäuscht. Bitte, hasse mich nicht. Komm her! Guter Junge! Mögen die Götter dir gnädig sein!
habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat.